erstaunliche Parallelen zu Satz Nummer 2 auf. Auf jeden Fall wird es jetzt spannend. Der Ball genäht. Klasse von Denise Hanke, wie sie den Ball noch holt. Gut von Topic. Adlerova gegen 3, wieder geholt. Das war eigentlich noch gut gedacht von den Belgiern und Denise Hanke macht dann den Deckel drauf. Also Wahnsinnsballwechsel hier. Also die Annahme bei Belgier erstaunt mich, also Wahnsinn. Aber das glückliche Ende hatte Schwerin eben und es steht 20 zu 19. Ja, Denise. Janine Völker kommt nun zur Angabe, eingewechselt für Wendula Adlerova. Ganz toller Spielzug, ganz tolle Kombination zwischen Patricia Thormann und Denise Hanke. Super, Wahnsinn, das war wichtig. 21-19, Aufschlag Völker. Eigentlich viel zu weit raus für Topic. Aber gut geschlagen. Wieder gut angenommen. Und Hanke mit dem Block erneut. Das ist schon Volleyball auf hohem Niveau, was hier gezeigt wird. Also à la Bonheur. Van der Steene scheitert an Denise Hanke. Und jetzt steht die Halle schon zum Teil auf, einzeln auf hier. Die Halle, die Arena erhebt sich vor den Gladiatoren. Das hat so ein bisschen was von dem, was wir schon gegen die USC Münster gesehen haben. Und er war drinne. 23 zu 19. As für Schwerin. Ist man noch 2 Punkte weg. Gänsehaut-Feeling. Wir halten mal rein. Und der Punkt für Gent. Hart erkämpft. Spannende Ballwechsel zum Schluss dieses vierten Satzes. Wahnsinn. Ja, das kann man unterstreichen. Das ist hier Werbung für den Volleyballsport. Und da war Denise Hanke am Ball. 23 zu 21. Auszeit genommen von Tore Alexandersson. Der möchte das jetzt unter Dach und Fach bringen. Und er wendet sich dafür an Denise Hanke. Wir halten mal rein, die Spielerinnen nehmen die Halle hier mit. Der Aufschrei der Arena in Schwerin. 21 zu 24 aus der Sicht der Gäste. Matchball für den Schweriner Sportclub. Bei eigenem Aufschlag. Satz und Spielball, Schwerin. Patricia Thormann. Und der Punkt
für Gent, weil die Schwerin ja noch am Ball waren. 24-22 nochmal der Wechsel auf Genter Seite. Lamel kommt noch einmal. Lisa nicht. Aber die Schwerinerhalle, die steht. Groß. Und das war's. Schwerin schlägt Gent mit 25-18, 23-25, 22 und 25-22. Und sieht damit verdient nach den 3-0 und 3-1 Sieg ins Viertelfinale des Challenge Cup ein und hält die deutsche Fahne im Europapokal-Volleyball für die Damen hoch. Kompliment für dieses Spiel. Kompliment für die Damen aus Gent. Kompliment für die Damen aus Schwerin. Es war ein tolles Spiel, die hier Werbung für den Volleyballsport gemacht haben. Und damit lassen wir sie alleine und bedanken uns fürs Zusehen bei diesem Spiel. So, also da ist auch der Steam-Ton. Tor, wenn das so macht, dann werde ich Englisch antworten wollen. Der schließt auf Englisch nicht mit. Jetzt ist der Tor alles heute. Also, Satz Nummer 1, 25-18, geht an den Schritt der Sportpunktspielzeit, 23 Minuten. Dann haben wir Satz Nummer 2, kommt gern zum Ausgleich, 25-23. Schritt gewinnt dann den dritten Satz, 25-22. Und der vierte Satz auch hart umkämpft. Sleen haben sie uns nicht leicht gemacht. 25-22 Spielzeit, 26 Minuten. Damit gewinnt Schwerin. So steht es auch an der Anzeigetafel nochmal für alle zum Mitlesen. 3-2 nach Sätzen. Kommt die Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch, Schweriner Sportclub. So, wir gehen das Mikrofon nochmal weiter an Sleen. Vielleicht kann der Ausländer sich nochmal sagen, wie er das Spiel gesehen hat. Weil verloren wurde ja zu Hause 3-0 und hier haben sie ja richtig Gas gegeben und haben ja alles uns abverlangt.
Und wer spielt dann? Belgien gegen, also ein belgisches Pokalfinale ist gegen Kiel. Recht haben wir auch Bekanntschaft schon mal gemacht gegen ein paar Jahre vorher. Und da wünsche ich natürlich einen Erfolg und vielleicht werdet ihr ja belgische Pokalsieger. Ja? So, wir geben das Mikrofon mal weiter an Tobi Alexandersen. Auch hier nochmal einen herzlichen Glückwunsch. Hättest du gedacht, dass das heute so ausgeht, 3:1? Gab es heute mehr zu tun für uns? Ja, selbstverständlich. Gent hat heute viel, viel besser gespielt als gegen Gent und es war ein sehr schwieriges Spiel. Klar, wir mussten auch kurz vor dem Spiel unsere ganze Aufstellung ein bisschen drehen, weil wir haben nur drei kleine Spiele. So. Es war nicht so einfach, aber ich bin nicht mit dem Spiel zufrieden, weil es waren zu viele Höhen und Tiefen. Aber wir mussten super zufrieden sein mit dem Ergebnis und um nicht die Qualität bei den Damen heute, haben wir mindestens gekämpft und alles geschockt und ja, zum Schluss hat es gereicht und von daher bin ich sehr, sehr auch von unserer Mannschaft sehr stolz und aber ich muss noch mal sagen, dass Zuschauer auch heute eine super Stimmung. So, weiter so. Das werden wir bestimmt auch machen. Haben wir im zweiten Satz uns den leichtfertig aus der Hand nehmen lassen. Wir hatten ja die Chance gehabt, da vielleicht das letzte 2:2 in Führung zu bringen. Aber dann kam überraschend das 25:23 für unsere Gäste. Ja, das ist ein bisschen wunderlich. Ich fühle 19:16 und dann agieren wir nicht besonders clever, finde ich. Und das Kiel mit der Wünsche hier rein. Und, aber gut, wir haben 3:1 gewonnen. Das reicht. Das ist genug für heute. So. Ich bin zufrieden. Also, Dankeschön an Tobi Alexandersen und seiner Mannschaft. Herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die nächste Runde. Hast du schon Informationen? Wer könnte der nächste Gegner sein? Ja, der nächste Gegner ist Lokomotiv Baku aus Aserbaidschan. So. Es ist ein bisschen länger als Nachkind. So, ja, das wird sehr schwer gewesen, weil die vier besten Mannschaften in Baku ist zusammengekauft von Nationalspielern von der ganzen Welt. So, das wird ein Hauptrahmen spielen. So, aber wir freuen uns. Aber jetzt ist es Köpfchen am Samstag, auswärts, das ist das Wichtigste. Und hoffentlich kann er noch dabei gewinnen. Und ich möchte auch sagen, viel Glück zum Ende im Pokalfinale am Samstag gegen den Nachwuchsteam in Berlin. Okay, das soll es auch gewesen sein für heute. Wir bedanken uns auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen. Und wir hatten es ja schon mal gesagt, 1428 Zuschauer hier in der Arena. Das erste Mal im europäischen Wettbewerb. Können wir auch zufrieden sein. Wir wünschen euch in Berlin, in Köpenick, dann in der Bundesliga weiter viel Erfolg. Und Ihnen natürlich noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Und dann am 16.02. sehen wir uns dann hier gegen Zoom. Das soll es gewesen sein. Dankeschön. Ja, und das war's hier aus der Arena in Schwerin. Der SSC gewinnt mit 3:1 gegen die Gäste aus Gent. Damit verdient ins Viertelfinale des Challenge Cups ein. Und da sehen wir sie dann wieder hier dann in der Arena gegen Lokomotive Baku.